Wir wissen alle, dass der sicherste oder die sicherste Methode, aus dem Bunker zu kommen, ist, schön rein zu donnern. Der Ball kommt so immer raus. Der Lauf der Schläge sorgt dafür, dass der Ball hochfliegt. Aber wie du bestimmt schon bemerkt hast, die Dosierung leidet. Man kann nicht wirklich ganz genau an die Fahne spielen, wie die Pros das im Fernsehen tun. So, was ich sehr oft bemerkt habe, ist, dass der Eintreffwinkel, weil es fast bewusst ist, zu steil ist. Wir müssen nach unten schwingen, wir müssen das Gewicht auf die linke Seite bekommen, aber nicht so stark von oben. So, nachdem du den Stand eingenommen hast, mit breite Beine, tiefe Hände, offene Schlagfläche, Ball leicht links, versuch den Schläger länger unten zu lassen. Das ist, was mir hilft, den Sand mit einem etwas flacheren Eintreffwinkel zu treffen. Und dann schlage ich nicht so tief und dann muss ich auch nicht so hauen, um den Ball rauszubekommen. Und wenn ich ein bisschen ruhiger schwingen kann, dann kann ich auch besser dosieren. So sieht's aus. Mein Gedanke ist das da. Okay, so du merktest, also du kannst jetzt sehen, der Divot ist recht flach, nicht sehr tief. Und ich kann dann wirklich mit Gefühl den Bunkerschlag ausführen. Machen wir mal von hier. So, das nicht zu tief in den Sand schlagen ist hilfreich, wenn ich einen längeren Bunkerschlag machen möchte. Bis zur hinteren Fahne, bis zur zweiten Fahne sind es 15 Meter. Und ich werde mit wenig Mühe den da hinten bekommen, weil mein Eintreffwinkel nicht so ganz steil ist.